Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prodigy Unstable 6. Das ist mal 5 gesagt, das ist 6. Ja, Folge 21. Ich bin mir sicher, manche können es schon gar nicht mehr sehen, aber heute ist nochmal ein bisschen Farmcraft. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich auch gerne noch machen möchte. Zum Beispiel eine Sawmill werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich glaube diese Folge nicht, aber ich werde es, denke ich, bis zur nächsten vorbereitet haben. Die Sawmill wird nämlich relativ praktisch sein, denn mit derer Hilfe können wir zum Beispiel besser aus Silicon, können wir ja Silicon Wafer machen, ne, wenn wir das selber cutten. Wenn wir eine Sawmill nehmen, haben wir natürlich schon 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir einen zweiten rauskriegen, genauso eine Segmill. Genau, und in der Cutting Machine haben wir auch eine Silicon Bowl wäre natürlich noch besser, wir bräuchten mal so einen Crystallizer und das haben wir dann. Und Electric Arc Furnace genauso. Genau. Das heißt, ich möchte gerne eine Sawmill haben. Vielleicht dann später noch ein Hardened Upgrade reingepackt, dass wir noch hier dieses. Das da? Secondary Output. Increase the chance of a secondary product. Genau. Dass wir das vielleicht einfach noch dann mit reinballern. Und dann dadurch vielleicht ein bisschen besser Silikon umsetzen können, was wir haben. Weil ich habe immer nur relativ wenig Silikon, obwohl ich immer mal reingehe. So, in der Kiste ist erstmal unser Thorncraft Setup, was wir draußen hatten mit den Jars übrigens und noch ein paar andere Sachen, die ich noch nicht lüften möchte. Das ist ein Geheimnis und steht sicher nicht im Titel. Nun gut, kommen wir erstmal dazu, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich 2, 3 Sachen gemacht. Ich gehe einfach mal raus. Ich weiß nicht, ob jemanden auffällt, was passiert ist. Ich weiß, es ist schwer auf den ersten Blick zu sehen. Aber hier der Berg ist weg. Ich habe das ganze Ding da hier hinten zurückgeschaufelt. Und habe dort oben was gebaut, habe da hinten was gebaut. Ich habe ein paar Dinge angefangen. Wird es jetzt schon wieder dunkel? Ach, so nicht wahr. Och Mann, ey. Ja. Egal. Kurzfassung, ich habe halt, wie gesagt, den Berg hier unten. Das habe ich mal ein bisschen zugeschüttet, die Kisten weggemacht, sodass wir jetzt hier unten erstmal nur den Eingang zur Mine haben. Hier noch ein bisschen das Portal raus. Hier soll eh noch ein Haus hin. Der Weg ist auch nur erstmal provisorisch. Da oben soll nämlich Thorncraft rein. Hier hinten habe ich eine Mühle angefangen schon mal. Also, was heißt angefangen? Sie ist eigentlich soweit von außen schon mal halbwegs fertig. Ein bisschen verschönern kann man sie immer noch. Dankeschön. Aber hier oben kommt dann praktisch einfach nur das Ding hier so dran. Geht dann in der Mitte runter. Ich habe noch keinen Eingang gemacht, muss ich zugeben. So. Praktisch hier in der Mitte würde dann das Ding runtergehen und dann kann man dann hier alles mögliche dran machen. Da können wir dann alles, was erstmal diese Energie braucht hier hinten. Also die Rotationsenergie von Better With Mods können wir dann hier erstmal nutzen. Hauptsächlich wird es wahrscheinlich der Millstone sein. Vielleicht die Säge noch, aber ich glaube nicht. Jedenfalls haben wir dann hier eine Mühle. Und ich möchte ja gerne noch das Harvest Sigil irgendwann mal machen. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch machen. Wie gesagt, ich habe ein paar Dinge vor. Muss erst mal gucken, ob das überhaupt alles, ja, ich das so schaffe. Ja, jedenfalls, dass wir Pierpatch großes Feld machen mit auch anderen Blumen, nicht Blumen, anderem Zeug, das hier ein bisschen vergrößern und hier ein großes Feld machen. Und hier hinten habe ich vor, gerne, wo jetzt hier eh schon dieses eine Flussding so ein bisschen durchgeht, dass wir hier hinten das abcutten irgendwie, dass es so ein bisschen ist, dass der Fluss sich aufteilt. Einmal geht er hier direkt rum und einmal geht er hier hinten rum. Und wir haben ja praktisch hier so unsere kleine Insel, die einfach nur unsere Futterinsel, doof gesagt, wird. Die leuchten wir dann komplett aus. Dann kann die ja nicht spawnen, dann haben wir hier praktisch immer unser Essen. Das ist dann schön unter freiem Himmel, das wird dann schön gemacht und dann, ja, soll es funktionieren. Genau, so viel dazu. Wie gesagt, abgetragen habe ich noch einen Haufen Bäume gefällt. Das Kuhgehege ein bisschen nach unten gesetzt nochmal. Und wie gesagt, hier oben bin ich angefangen. Ich gehe mal ganz kurz hoch. Wie gesagt, die Treppen sind erstmal provisorisch, dass ich erstmal irgendwie hier hochkomme. Hier ist auch noch keine Tür drin und alles. Aber das ist, ich kann nochmal von draußen zeigen, das ist das Soundcraft-Haus. Es ist ungefähr so groß wie unser Haupthaus, von der Grundfläche her. Aber nicht ganz so hoch wie unser Haupthaus. Weil hier oben das Dach ist nicht unbedingt so. Aber es ist ein bisschen größer geworden, als ich anfangs geplant hatte, was aber an einer anderen Sache liegt, und zwar an der Infusion. Weil ich nämlich da ein bisschen was überlegt und geplant hatte. Ich kletter mal ganz kurz hier aufs Bäumchen drauf. Kann ich Ihnen mal zeigen.
Es geht praktisch hier an der Seite, sieht man ja so ein bisschen draußen. Es ist noch nicht ganz zugebaut. Ich habe mittlerweile noch ein bisschen von dem Wattel gemacht. Muss ich dann nochmal reinbauen alles. Aber ich wollte erstmal die Mühle so weit fertig haben, dass ich die als erstes wenigstens dann komplett fertig machen kann. So, aber gehe jetzt mal rein und dann zeige ich mal die ganze Situation der Sache. Und zwar, es hat ein relativ großes Innenleben. Und hier erkennt man, glaube ich, schon ungefähr, was das werden soll. Das hier soll die Infusion werden. Pedestal sind geplant, sodass es erstmal 12 Pedestal werden. Das sollte eigentlich für die meisten Infusion-Rezepte schon mal reichen. Ich weiß gar nicht, ob es eine größere Infusion sogar noch gibt. Ja, ich bin auch überlegen, ob ich es vielleicht nochmal einen Block runtersetze und praktisch das wie so eine Einkerbung in den Boden mache, dass man praktisch nach unten läuft, so einen Schritt. Da sind dann die Pedestal und in der Mitte die Infusion, praktisch außenrum, das steht alles ein bisschen höher. Das wäre wahrscheinlich auch relativ cool, wenn man hier vielleicht so eine Slab oder Treppe oder irgendwas Kleines machen würde, dass man da runter kann. Dann ist ein Block frei auf jeden Fall gedacht. Das hier wird die Laufebene, also die Laufstrecke, der Laufsteg, keine Ahnung. Und dann kommen hierhin kommen die Jars. Die Jars sollen nämlich einmal richtig schön um den Fusion rum sein. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt den ganzen Platz brauche, den ich hier gemacht habe. Ich habe es erstmal so eingeplant, dass es symmetrisch ist. Voraussichtlich wird es so sein, hier auf jeden Fall die Jars haben. Und hier hinten wahrscheinlich ein bisschen dieses, dieses Ding hier. Es hat keinen Namen. Das Ding halt. Das Saumatorium. Doch, es hat einen Namen. Das Saumatorium. Dass das vielleicht hier hinten ist. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen ja erforscht, beispielsweise. Sind wir jetzt in der Lage, Essentia Mirrors zu machen, um Essenz zu transportieren. Genauso können wir aber auch schon die ganze Zeit eh schon diese Dinger machen. Diese, wie heißen die Dinger? Haben keinen Namen, einfach nur Filling Essentia und Emptying Essentia. Ach, das sind Transfuser. Ah, okay. Transfuser. Wir können Transfuser machen. Da. Ah, guck mal, da steht er nicht da, da steht der Name da. Faszinierend. Okay. Jedenfalls, die Dinge können wir machen, um das praktisch so ein bisschen zu transportieren. Auch, ich glaube, wirelessly. Das sollte das Ding in praktisch diese flüssige Blubber, die wir von der Infusion kennen, umwandeln. Und dann können wir es ein bisschen transportieren nochmal. Und das ist so ein bisschen der Plan, dass wir es vielleicht an das Ding hier packen. Und dann unsere Jars über beispielsweise einen Essentia Mirror an was anderes anbinden, sodass das irgendwie rausgenommen werden kann. Weil es gibt, die Dinger waren emptying, konnten praktisch, wenn ich das auf einen Jar richte, dann saugt das alles davon ein, was in dieser Richtung ist. Das heißt, wenn ich das Ding hier platzieren würde und in die Richtung 16 Blöcke nach hier ganz alles einsammeln. Ich weiß nicht, wie weit es in der Breite geht. Das muss dann alles noch getestet werden. Aber das ist jedenfalls so ein bisschen der Plan, dass wir praktisch das machen. Dann haben wir an der Seite noch ein kleines bisschen mehr Platz für vielleicht noch ein bisschen mehr Essentia-Zeug. Dann war geplant, hier vorne so ein bisschen das Crafting-Area zu machen für die Golems, für das, das allgemeine, die allgemeine Arcane Workbench und das. Später haben wir ja dann noch ein bisschen mehr. Ich meine, ich möchte auch gerne noch einen Infernal Furnace haben, wo ich noch nicht weiß, wo ich den hier hinbauen möchte, aber der kommt auf jeden Fall hier irgendwo hin. Wir werden noch dafür sorgen, dass wir Wiss irgendwie hier haben, dass wir das generieren, also nicht generieren, aber dass wir mit Wiss ein bisschen arbeiten. Alchemie hatte ich schon erklärt, genau. Oromancy, zum Beispiel Recharge Pedestal und so weiter, das müssen wir auch noch ein bisschen schön einbinden. Der Eldritch Tab fehlt uns auch noch und ja. Wir haben ein paar Sachen. So, jetzt habe ich euch mal auf den neuesten Stand gebracht. Wie gesagt, ich habe ein paar Dinge vor. Es ist ein bisschen sehr hoch geworden. Ich weiß noch nicht genau, ob das dann am Ende so bleiben wird. Weil ich muss mir von oben noch was einfallen lassen. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht ein Lager reinbaue oder vielleicht noch einen anderen Magie-Mod mit dazu nehme und das irgendwie so ein bisschen kombiniere. Ich weiß es noch nicht genau. Aber hier oben kommt Zauberkraft hin. Mit einer relativ großen Halle für den Fusion. Hier kommen noch ein bisschen Mauern hin, dass es nicht ganz so offen ist. Das ist logisch. So. Gut. Aber jetzt erstmal das dazu. Und wir klettern mal wieder nach unten. So, das war jetzt erstmal, was ich bisher gemacht habe. Jetzt kommt, was ich bisher in Foundcraft noch gemacht habe. Und zwar bin ich nämlich ein bisschen auf Erkundungstour im Foundermacon gewesen. Und habe, wie man ja unschwer erkennen kann, nochmal ein paar Dinge raus erforscht, die jetzt noch nicht.
aber zum Beispiel Mirror Magic. Wir können uns jetzt Mirrors machen, über die wir Items transportieren können. Allerdings haben die ein Problem, die generieren Flux. Wo steht das? Genau. The more items you transport, the more flux is generated. Es gibt auch Magical Hand Mirror und es gibt halt einen Essentia Mirror. Damit können wir praktisch cross-dimensional und rüber und über können wir alles mögliche machen. Generiert halt Flux. Und mir ist was aufgefallen. Und zwar, hier haben wir diesen schönen Flux-Tab. Und hier steht, let the Flux build. Ich habe die große Befürchtung, dass wir in einem Chunk sehr viel Flux erzeugen müssen. Damit das funktioniert, damit wir dann langsam hier Richtung Flux Cleanup kommen. Ich weiß nicht, was da noch fehlt neben Flux. Aber da fehlt noch was. Ich weiß nicht was. Aber dass wir irgendwie Flux dann wieder wegbekommen. Bis dahin will ich aber erstmal keinen Flux generieren. Weil ich will nochmal rausfinden, was ich hier praktisch als zweites brauche, bevor ich da jetzt rangehe so sehr. Und jetzt einen Chunk komplett mit Flux zumache. Genau. So, Golems hat man schon besprochen. So, jetzt hole ich nochmal Luft. Gieße mir nochmal kurz was zu trinken nebenbei ein. Und zwar habe ich nämlich 2-3 Blöcke noch gecraftet von Towncraft. Zum einen, dass wir ein bisschen das Essentia Smelting ein wenig schöner machen können. Oder was heißt schöner? Einfach nur, dass wir effektiver sind. Entschuldigung, ich rede zu viel. So, ich hab ein paar Sachen gemacht. Zum einen hier dieses Auxiliary Slurry Pump. Die sorgt ja dafür, dass wir effizienter sind, dass wir schnell... ging es auch schneller? Oder war es nur effizienter? Nein, das Ding. Placed on the side, acts as a secondary processor, outputting refined essentia to enabling place both. Faster and more efficient, genau. Makes smelting faster and more efficient. Wir haben ja das Ding hier, das hat ja eine 90%ige Effizienz. Ich weiß nicht, ob da ein Ding schon reicht, um das auf 100 zu bringen. Ich nehme an, nein. Und ich frage mich, was passiert, wenn ich da 5 Dinger dran platziere. Außer es geht um maximal 4, ist ja egal. Jedenfalls, angenommen, ich würde das machen. Bin ich noch ein bisschen am Überlegen, kriegt man dann mehr sogar vielleicht raus? Dass wir mehr Essenz rauskriegen, als eigentlich wir reingesteckt haben, das ist ja auch interessant. Jedenfalls habe ich erstmal ein Ding gemacht, um zu testen, was es bringt. Dann habe ich noch ein paar mehr von diesen Venting Ports gemacht, die ja verhindern, dass Flux rauskommt. Die machen es nämlich die Drittels. Glaube ich, warte. This process will reduce the flux produced by about a third. Genau. So, und wir haben jetzt 3. Das heißt, wir sollten nur noch... Ich weiß nicht... Warte. Standwiese? Additional events will increase this. Die Frage ist halt, wie... Also ich nehme mal stark an, habe ich 3 bis 4, ist es komplett weg. Ist jetzt meine Vermutung und ich hoffe, das wahrheitet sich. Jedenfalls habe ich 3 gemacht. So, dann bin ich noch ein bisschen weitergegangen und habe noch mal ein bisschen durchsammeln und wir können weitergeguckt. Und mir was ist aufgefallen. Bei diesem Workbench-Charger, ne? Wisst ihr noch, wo wir Ewigkeiten durch die Welt gestiefelt sind? Also bis da hoch. Um einen Chunk zu finden, der genug Wiss hat, dass wir jetzt bestimmte Sachen craften können, trotz dass wir hier schon was angezogen hatten. Hätte ich richtig gelesen, ging das leichter. Und zwar, Workbench Charger macht folgendes. 9 Chunks, also der Chunk, in dem gerade dieser Block steht, plus die 8 umliegenden Chunks, werden alle vereint, wenn das Ding draufsteht. Und wir haben jetzt hier, ja, so 1500. zum Craften verfügbar. Das ist eine Menge. Kleine Information, funktioniert übrigens auch auf dem Ding hier. Man kann das auch hier drauf stellen und das funktioniert genauso. So, nebenbei. Nur so. Also, das Ding macht's euch. Macht euch dieses Ding. Es nimmt aus den umliegenden Chunks, ist dadurch effizienter, weil es verteilt ist auf alle Chunks. Dadurch wird nicht ein Chunk komplett gedrained auf null. Ihr habt den Vorteil, dass ihr zum Beispiel
in die Chunks so einen Greatwood-Baum platzieren könnt. Die Silverwood-Leaves regenerieren ja Viz in der Aura. Das heißt, ihr könnt dann ein paar Silverwood-Trees auch in die umliegenden Chunks machen. Ich empfehle trotzdem, es in einem Chunk zu haben, eigentlich, wo auch das Ding hier drin steht. Deswegen werden wir hier oben ein paar Bäumchen nochmal pflanzen und werden dann da oben viel Spaß haben. Aber jedenfalls, so kriegt man eine ganze Menge raus und das Ding regeneriert sich gerade sogar immer noch. Weil? Also hier nicht. Ich weiß nicht, wo es sich regeneriert. Ah, ich glaube hier der Chunk, ne? Ne, der ist auch voll. Strange. Okay, jedenfalls sammelt er immer noch was an. Aus irgendwann. Macht euch das Ding, es ist super. Wenn es aufgehört. Nee, immer noch nicht aufgehört. Okay. Macht euch das Ding, ist super. Gut. Nächstes Ding, was habe ich gemacht? Ich habe einen Viz Generator gemacht. Und zwar. Nein. Artifice. Da. Das Ding produziert 20 RF pro Tick. In mein Auge. Und ein Viz, ein Aura-Viz, reicht für 1000 RF. Das heißt, mit einem Aura-Viz können wir 1000 RF erzeugen. Und es outputet 20 RF pro Tick. Und zwar, ich gehe nochmal ganz kurz hier hoch, und zwar folgendes. Ich hatte das jetzt mal so ein bisschen ausgetestet. Und zwar habe ich mich hier hingestellt. Flup. Das Ding hier. Oh, es ist ganz schön wieder hochgegangen. Ist jetzt bei 191,1. Bin noch richtig, ne? Ja. So, wenn ich das Ding jetzt mal oben drauf platziere. Ich weiß nicht, ob das Ding... Genau, da geht es jetzt zum Beispiel runter. Wir sehen, es ist gerade eine ganze Menge runtergegangen. Im Moment bleibt es so ungefähr... Ne, es bleibt nicht mehr ungefähr, weil das Ding jetzt gerade generiert hat. Entschuldigung. 191,1. Wenn ich das Ding jetzt anschalte... Das Ding geht nicht leer. Das funktioniert super. Aber wir verlieren Aura. Wenn ich richtig in Erinnerung hatte. Also wir verlieren Viz. Es reicht sogar. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, das heißt, wir können es theoretisch sogar darauf treiben hier, das Ding, weil 20 RF pro Tick sind jetzt nicht unbedingt so viel, aber es frisst halt Viz aus der Aura. Ich mach's mal aus. Um das halt zu machen. Wo wir noch zwei, drei Sachen machen können. Zum einen Silverwood Trees, wie ich schon gesagt habe, die regenerieren es ein bisschen besser. Das heißt, darüber können wir auf jeden Fall hoffentlich ein bisschen mehr generieren. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wegen dem Aura, wegen dem Viz-System. Wenn wir beispielsweise mal die Chunks gucken. So. Und diesen Chunk jetzt, sage ich mal, drainen. Hier nehmen wir alles Viz raus, was da drin ist. Was passiert ist, aus den umliegenden Chunks, also praktisch diese, ich weiß nicht, ob es 4 oder 8 sind, ich nehme an, 8 Chunks, die hier einmal außen rum flattern, aus denen geht auch ein bisschen Viz hier rein, um das praktisch zu beschleunigen. Dafür nehmen die ein bisschen ab, müssen dann auch wieder nachgenerieren. Und Silverwood Trees, beziehungsweise hier auch die Viz-Kristalle, regenerieren es wieder ein bisschen. Und dadurch kriegt man dann das so ein bisschen langsam wieder, auch wenn man keine Viz-Kristalle und so weiter mehr im Chunk hat. Nimmt die umliegenden Chunks für sowas. So. Gott, habe ich jetzt viel erzählt. Wir sind jetzt über 20 Minuten rum. Und ich habe zwei Blöcke platziert. Okay. Dann würde ich sagen, ich überlege mir kurz, was wir jetzt nun genau diese Folge noch machen. Und bis gleich. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ich habe mir überlegt, was wir machen werden. Haha. Und zwar folgendes. Ich möchte mal ein ruhiges Lied kommen. Ja. Man sieht, es ist ein bisschen mehr Zeit vergangen. Ich habe ein bisschen mehr noch gemacht gehabt. Bitte jetzt nicht umfallen, aber hier ist eine Tür. Und drin ist auch ein bisschen was passiert. Ja, ich habe die Infusion schon mal hier hergestellt. Habe ein paar Tallow Candles gemacht. Habe die mal hier auch relativ symmetrisch aufgebaut. Das alles mal soweit fertig gemacht. Ich habe hier das Essentia Smeltery hingepackt und diese Venting Ports dran, was ich ja vorhin noch gezeigt hatte.
Man kann nur 3 Ports maximal belegen. Das Ding hat nicht mehr als 4 Ports hier, die Smeltery. Vorne kann man nichts dran packen, unten kann man nichts dran packen. Ich weiß nicht, ob man oben was drauf packen könnte, aber ich vermute mal nein. Probier es trotzdem mal. Testen wir mal. Nein, es geht wirklich nur an die Seiten. Das heißt, wir haben jetzt die maximale Effizienz fürs Smelten. Genau. Und hier habe ich es erstmal so gemacht, dass beispielsweise hier sind 2 Buffer, weil mir fehlt noch eine Jar. Es gibt nämlich, hier sieht man es schön, Thumbcraft-Aspekte. Und wenn wir jetzt mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mal 2 macht 24. Und ich reicht doch nicht. Wieso kam ich auf die Idee, dass es reicht? Das sind 26 hier. Okay, ich muss hier definitiv noch, warte mal, 26? Wie viel sind das? Warte, das sind 36? Ich habe irgendwie mich um 10 vertan. Das sind 37. Und ich war irgendwie bei 27. Das heißt, ich muss noch 10 mehr unterkriegen. Ach du mein... Ich habe das so schön geplant und 5-mal jetzt umgewerkelt, weil ich dachte, ja, so kriegst du es schön hin. Nein! Okay, ich muss nochmal ran. Und ich habe mich schon gewundert, warum das so wenig aussieht. Ja. Okay. Nun gut. Also die Thorncraft-Wand wird sich nochmal verändern. Yay, ich weiß immer noch nicht, wie ich das dann machen will. Müsste ich dann hier noch um die Ecke rum. Hm. 10 brauche ich noch. Hier hätte ich 6. Muss ich mal gucken. Nun gut, ich habe es jedenfalls erstmal alles so fertig gemacht. Hier oben sind Bellows, hier ist ein Bellow und da oben ist ein Bellow. Die praktisch dann hier einmal die ganze Essenz rumsaugen, wie wir sie brauchen. Und das Ding hier davor war, wie gesagt, für den letzten Aspekt gedacht, was allerdings Quatsch ist, weil das so gar nicht funktioniert. Deswegen mache ich das mal ein bisschen schöner und mache die Dinger hin. So. Nun gut. Heute machen wir jetzt erstmal noch Folgendes. Ich will endlich Boots of the Traveler haben. Es nervt mich langsam. Ich habe zwar hier schön den Scharnel mittlerweile in der Rüstung, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt hatte. Wir haben 2-mal Last Stand drauf und Protection bzw. Shimmer makes the item shimmer as if it was enchanted. That's all, really, nothing more. Yes, it is useless, I know. Ja, gut, dass es diese Enchantment gibt. Und auf den Boots habe ich nochmal Feather Falling drauf, was auch relativ schön ist und Protection. Genau, nun gut. Ich will aber trotzdem gerne die Boots of Trello haben, einfach nur, wir haben Step Assist. Wir können es mit Wiss aufladen, was sich so mit der Zeit langsam regeneriert. Wir müssen halt nur aufpassen, weil hier beispielsweise, wenn man hier hingehe, sind wir mittlerweile schon bei 26,2 Flux. Was einfach nur daher kommt, weil ich 100 Motus und 100 Volatus gemacht habe. Weil die brauchen wir für die Boots of the Traveler, wenn ich sie finde. Zack. Genau. 100 und 100. Ich habe auch alles vorbereitet. Ich war Fische fangen. Ich habe das alles schon mal fertig gemacht, dass wir jetzt einfach nur noch das Zeug da einmal reinsetzen müssen, alles. Und gut ist. So. Das Ding kommt dabei in die Mitte. Ein Fisch. Kriege ich das irgendwie schön platziert? Wie viele Items sind das? 2, 4, 5, 6. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach doch, es geht, es geht. Haha. Eins hier, eins hier, eins hier, eins hier, eins hier und eins hier. Haha. Ha, 12 ist so schön, man kann so viele Sachen damit machen. Gut. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen mal die Infusion. Das sollte theoretisch hier drüben rankommen. Mich stört, dass ich jetzt meine komplette Planung nochmal umwerfen darf. Oh, ich weiß echt nicht, wie ich das mit den Jars machen will, dass es schön wird. Oder ich baue sie doch hier hinten an die Wand, was ich vorhin noch überlegt hatte, ob ich es vielleicht hier hinten an die Wand baue und dann hier zu den Seiten rum. Ich glaube, das wäre das Beste, was ich machen kann. Ich glaube, so werden wir es auch machen. Und hier dahinter baue ich einfach nochmal irgendwas anderes hin. Ich könnte ja theoretisch sogar die Mitte so freilassen mit so einem kleinen Tunnel. Oben drüber Jars.
unten drunter Jaws, in der Mitte ist praktisch dieser Balken und man kann unter diesem Balken durchgehen, da hinten in den Raum, das ging ja auch. Das wäre vielleicht auch ganz cool, wenn dann hier irgendwie so eine kleine Lücke, aber wie will ich die machen? Ja gut, dann man könnte ja so machen, es geht praktisch so rum, dann geht's hoch, ah, nee, andersrum, es müsste so rumgehen, dann hoch und dann vielleicht mal hier in das Schmelzen rein, mal gucken, irgendwas finden wir schon raus. Nun gut, jedenfalls, ich starte mal das Ding, wo hab ich denn da? Flup. Stable. So, die Kerzen sind nämlich auch nochmal sorgen dafür, dass mehr Stabilität reinkommt in das ganze Ding. Oh, dieser Wabbelfluss. Früher waren das Blubberbläschen, jetzt ist das wirklich so ein richtiger Fluss. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Blubberbläschen allerdings schöner. Naja, so. Dann warten wir mal. Ich meine, es sieht trotzdem cool aus, wie das da reinfließt. Sieht schon cool aus. So. Zeug haben wir ja genug. Very stable. Oh. Haha. Es ist sogar sehr stabil. Ich habe versucht, alles, wenn möglich, so symmetrisch wie möglich zu machen. Ah, es ist schön. Und flup. Wir haben die Boots of the Traveler. So, die haben im Moment kein Discharge, das heißt, die funktionieren nicht, wenn ich die ansetze. Oder habe ich automatisch trotzdem Step Assist? Nein, ich habe nichts. Okay. Dann nutzen wir mal das Ding. Und zwar habe ich ein Recharge-Pedestal noch gemacht. Und wir mal kurz gucken, der Chunk endet hier. Okay. Dass ich mal in den anderen Chunk gehe und das da mal platziere. Zum Beispiel hier. So. Und darauf können wir jetzt jedes Item platzieren. Und anscheinend Potenzia zeigt mir an, wie viel Vis da drin ist. Heuiui, das zieht aber ganz schön raus hier. Kann ich da unendlich drin speichern? So, wir haben jetzt 214. Oh! Oh, das ist doch gleich, guck mal. Oh, ist das schön. So lässt sich's reisen. Vor allem lässt sich so die Berge wieder hochgehen. Wir haben immer noch 214. Okay, also es hält. Also ich hatte jetzt Angst, dass es relativ schnell runtergeht. Uiuiui. Sind wir aber schnell unterwegs hier. Konnte ich auch höher springen mit den Dingern? Ich glaube, ne? Machen wir zwei Block hoch. Ja, kein Problem. Wunderbar. Ah, ist das schön. Wir haben die Boots of the Traveler. Ah, ist das schön. Hui. Ah, das ist schön. Das ist eine Sache, die ich mir schon lange gewünscht habe. Auch wenn ich glaube, ich habe hier die ganze Aura leer gesüffelt. Ja, hier seht ihr, ist die Aura auch ein bisschen runtergegangen, weil der von Seiten ja ranzieht. Habe ich das Ding jetzt... Ja, ich habe es gescannt. Super, wir haben die Boots. Die sollte ich vielleicht nochmal enchanten. Und was ich dann noch gerne machen würde, weil ich habe mir überlegt, wir müssten ja mal in den Twilight Forest. Aua. 213. Ah, das repariert sich vielleicht mit dem Charge, kann das sein? Solange es Charge hat, bin ich schnell, aber es verliert Charge, sobald ich Schaden nehme oder sowas vielleicht. Hm, wer weiß. Protection 4. Ja, na gut. Also das Ding kann, glaube ich, so... Weiß ich gar nicht, ob die so Damage nehmen mittlerweile. Können wir kurz gucken. Ja, steht jedenfalls nicht da, ne? Weil bei normalen Sachen sollte es ja eigentlich... Ach ne, steht auch nicht da, bis es gedamaged wurde. Okay. Falsch. So, das war vorhin ein Test. Deswegen ist das noch drin, falls sich jemand wundert. Weil wir haben Chisel und Bits nämlich probiert, weil es gab einen Bug. Und zwar, sobald man das Mining-Level ändert. Von Blöcken. Konnte man die nicht mehr abbauen, wenn man beispielsweise einmal ein paar Bits rausgenommen hatte. Also alles, was Steinblöcke sind.
konnte man die nicht weiter abbauen. Das ist jetzt mit. Jetzt haben wir es gefixt gekriegt. Heute. Hui. So. Deswegen war das, falls sich jetzt jemand fragt, warum da der Befehl OP noch stand. Das war einfach nur, weil wir getestet haben, ob es nur im Op-Modus funktioniert, was ich jetzt erstmal probiert hatte. Das hatte nicht funktioniert. Dann haben wir den Server nochmal neu gestartet. Und der hat sich anscheinend trotz Server-Neustart die Befehle gemerkt. Weil wenn man hier guckt, ich habe hier nicht geoppt. Das ist faszinierend. Okay. So viel dazu. Wir brauchen im Endeffekt noch eine Art Wisserzeugung müssen wir noch irgendwie machen. Dass wir es irgendwie wieder auffüllen. Ich hatte überlegt, entweder wir machen Vis Battery. Dann das nächste Mal. Die kann halt nur 10 speichern. 10 Vis, aber das sollte eigentlich voll und ganz reichen erstmal, um so ein bisschen das zu machen, weil sobald die Aura über 75 ist, speichert das Ding und wenn es unter ein gewisses Niveau fällt, gibt es wieder ab. Dadurch kann man halt schön das nutzen. Aber ich bin noch am überlegen, weil eine Sache interessiert mich. Gibt es noch Aura-Nodes? Eigentlich. Weil laut Thaumcraft-Log werden Auras, also guckt er, ob Auras existieren und speichert sie. Ich frage mich echt, oder kommt das dann später hier, wenn wir dann Eldritch vielleicht haben oder so, oder kommt das mit Flux, kommt es mit Warp? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall das hier müssen wir auch nochmal machen. Primal Vis Crystal, genau. Wunderbar. Oh nein, mein Arken-Nemesis. Der Enderman. Moment. Ich bin vorhin gestorben, als ich gegen Enderman gekämpft habe, weil ein Skelett immer wieder auf den Enderman geschossen hat, der sich dadurch weggeportet hat. Dann kam er zu mir, hat mich angegriffen und ehe ich gucken konnte, wo er ist, hatte ich schon wieder ein Problem. Na, wir haben ein bisschen was wirklich verloren. So. Gucken wir mal. Ich würde sagen, bam. Und das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem gerade. Man macht keinen Damage mehr. Aus irgendeinem Grund. Sobald man... Das haben wir jetzt rausgenommen, aber jetzt konnte ich es sogar so mal zeigen. Das war schön. Ich kann nicht mehr gegen Enderman gewinnen. Überhaupt nicht. Früher habe ich immer mal ein paar Kämpfe noch gewonnen. Da hatte ich sogar noch ein schwächeres Schwert. Aus irgendeinem Grund. Sobald mein Leben hier runtergegangen ist, auf 2 Herzen ungefähr, mache ich keinen Damage mehr mit meinem Schwert. Mein Schwert macht 8 Attack Damage. Und ich habe auf den Enderman eingekloppt und der hat noch 4 Leben oder so. Und es ist einfach nicht runtergegangen. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich hoffe mal, das ist jetzt dann endlich gefixt bald. Weil eigentlich war die Option ausgeschalten. Nur Hunger Overhaul hat beschlossen, die Option wieder anzuschalten. Obwohl es gar keine Default-Option ist. Und jetzt haben wir den Salat. Und können theoretisch nicht mehr kämpfen, weil sobald man niedriges Leben bekommt, der Enderman ist ja dann nur noch ein Schlag mit dem Schwert. Das heißt, wir würden es überleben, schwer verwundet, aber wir würden es überleben. Und warum ist das hier kaputt gegangen? Warum? War das der Enderman? Nee, falsch. Ich denke. Ja. So, jetzt bin ich nochmal gestorben. Das kotzt mich gerade ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen. Weil ich hasse es zu sterben, nur ich versuche mal an Enderperlen zu kommen und die droppen dann nicht mal was. Der zweite Enderman, der nichts gedroppt hat. Weil ich ihn wahrscheinlich nicht selber töte. Vielleicht ist die Sharpness das Problem. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte das Schwert schon vorher eigentlich und konnte damit... Na, ist egal. Es ist jedenfalls doof. Weil wenn man niedrigen Hunger hat, kann ich verstehen. Dass dann praktisch man hat negative Effekte, man kann nicht mehr recht kämpfen, man ist langsam und was weiß ich nicht. So ist es aber, man macht keinen Damage mehr. Und dazu kommt noch,
wenn man niedriges Leben hat, andersrum, unser Server ist auf der Schwierigkeit hart. Das heißt, Hangar Overhaul hatte noch eine zusätzliche Option auch an, die eigentlich auch nicht defaultmäßig an ist, die das scaled. Das heißt, in hart wird der Effekt, den du kriegst, den negative, nochmal erhöht. Und ja, dadurch macht man halt gar keinen Damage mehr. Ich habe auf den Enderman eingehauen, ich habe ihm keinen Damage gemacht, was nicht sein kann. Aber, nun gut. Lassen wir es. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind nochmal am Ende gestorben. Das ist doch wunderbar. Mir gefällt es überhaupt nicht. Ich bin echt gerade ein bisschen angepisst. Deswegen gut, dass wir die Folge beenden. Ja, noch einen schönen Tag. Tschüss, auf Wiedersehen und gehabt euch wohl. Ciao.